das Problem, das da irgendwo in der Mitte, das hilft mir, zu dem zu werden, der ich sein könnte. Genau dafür ist das Problem da. Ich kann jetzt wählen, will ich weiter so sein, wie ich bisher bin, oder will ich das Problem nutzen, um zu dem zu werden, der ich werden kann. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses Finanzielle Freiheit, der dir, wenn du ihn machst, helfen wird, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit zu erreichen. Aber weißt du, immer wieder tun sich in unserem Leben Probleme auf. Und das ist auch gut so, denn an diesen Problemen können wir wachsen. Wie erfolgreich wir sind, hat damit zu tun, wie viele Probleme wir in unserem Leben bereits bewältigt haben. Wenn wir nicht weiter wachsen, so liegt das an den Problemen, die wir noch nicht gelöst haben. Erfolgreiche Menschen gehen übrigens immer sehr souverän mit Problemen um oder zumindest sehr, sehr häufig. Sie sehen Probleme einfach anders als die meisten Menschen. Sie sehen sie als Herausforderung, nämlich als Chance zu wachsen. Der Gehirnforscher Gerald Hüther sagt, das ist vermutlich der einzige wirkliche Lebenszweck. Menschsein besteht darin, mit Problemen umzugehen und sie zu meistern. Er sagt weiter, wir würden uns keinen einzigen Zentimeter vorwärts entwickeln, wenn wir keine Probleme hätten und sie dann nicht Schritt für Schritt lösen könnten. Wer keine Probleme hat, sagt Hüther, verblödet regelrecht. Verblödet ist ein starkes Wort. Wenn mir das passiert, wenn ich mit großen Problemen konfrontiert werde, dann stelle ich mir einfach vor, dass da so 2 Personen aufeinandertreffen. Der ich aktuell bin und der ich sein könnte. Und das Problem, das da irgendwo in der Mitte, das hilft mir, zu dem zu werden, der ich sein könnte. Genau dafür ist das Problem da. Ich kann jetzt wählen, will ich weiter so sein, wie ich bisher bin, oder will ich das Problem nutzen, um zu dem zu werden, der ich werden kann. Ein größerer Bodo Schäfer. Und jetzt möchte ich dir meine Zusammenfassung geben, meine Checkliste, die du, wenn du ein Problem hast, einfach nur herausholst. Wenn du also auf ein Problem stößt, holst du diese Liste heraus. Das ist genau das, was ich mache. Ich hole diese Liste, die ich dir gleich gebe, einfach raus und ich lese die. Und weißt du, was dann in meinem Kopf passiert? Dann sage ich mir, heute klappt das nicht. Das Problem ist zu groß, vergiss die Liste. Lies sie trotzdem, wenn du so ein Gefühl hast. Lies sie und wenn du die Liste dann liest, bis zu Ende gelesen hast, hast du schon eine andere Einstellung zum Problem und du hast schon erste Lösungsideen. Die Checkliste kannst du dir runterladen, indem du einfach auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Was ich dann außerdem mache, wenn ich ein Problem habe, ich lese dann außerdem noch das Kapitel 15 aus meinem Buch Die Gesetze der Gewinner. Das ist ein gutes Kapitel. Wenn du also jetzt dieses Kapitel liest und vor allen Dingen diese Checkliste durchgehst, dann hat das einen Hauptsinn. Und der Hauptsinn ist, dass du erkennst und dir bewusst ist, hey, ich habe jetzt die Wahl und ich darf jetzt eine Wahl treffen. Nicht das Problem hat mich, sondern ich kann überlegen, was ich mit dem Problem mache. Tipp 1, wir brauchen Probleme. Durch Probleme können wir unsere Komfortzone erweitern. Unsere Persönlichkeit kann wachsen. Insofern sind Probleme sogar Geschenke, die neue Möglichkeiten für uns bereithalten. Aus Problemen entstehen tatsächlich die großartigsten Dinge unseres Lebens. Es geht nicht darum, einfach nur so möglichst bequem durchs Leben zu gleiten. Es geht darum, zu wachsen, stark zu werden. Erfahrungen zu machen. Wer keine Probleme will, ist spirituell noch ein Kind. Probleme führen oft dazu, dass Menschen sich in ihre Komfortzone zurückziehen oder sie sich dann einfach dahin zurückwünschen. Ich will da sein. Aber in der Komfortzone gibt es kein Wachstum. Wer vor Problemen flieht, weicht vor allem dem Schmerz aus. Das muss uns klar sein. Wenn wir vor Problemen fliehen, weichen wir dem Schmerz aus. Und für den Schmerz gilt, wenn wir vor ihm weglaufen, wird er größer. Wenn wir aber auf den Schmerz zugehen, wird er kleiner. Also der Trick besteht darin, Probleme nicht mit Schmerz gleichzusetzen. Dann können wir lernen, Probleme zu lieben. Tipp 2. Der erste Schritt zu einem hilfreichen Umgang mit Problemen ist, diese zu akzeptieren. Ignorieren oder leugnen oder beschönigen, Verantwortung ablehnen, indem wir andere beschuldigen. Alles das ist weder ehrlich noch hilfreich. Wir sollten ganz einfach ehrlich zu uns sagen, ja, das ist ein Problem. Und diese Ehrlichkeit führt uns dann zur Tat. Schritt 3.
das, worauf wir uns konzentrieren, das wächst. Darum sollten wir uns möglichst wenig auf das Problem konzentrieren, sonst wächst das. Und stattdessen den Blick auf die Chancen und Möglichkeiten richten, die sich daraus ergeben können, auf die Lösung, dann wächst die. Sehen wir solche zunächst noch nicht, solche Lösungen, dann sollten wir uns auf die möglichen Lösungen konzentrieren. Aber auf keinen Fall sollten wir emotional auf oder in das Problem einsteigen bzw. anderen davon ganz hoch emotional berichten. Dazu haben wir nicht das Recht. Denn wir würden dann anderen und uns selbst Lebensqualität und Zeit stehlen. Und auch natürlich Energie. Tipp 4. Unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist gleichzusetzen mit unserem Erfolg im Leben. Wir können sagen, kleines Leben, kleine Probleme. Größeres Leben, größere Probleme. Großes Leben, große Probleme. Wenn wir also ein großartiges Leben führen wollen, so müssen wir auch die Bereitschaft haben, große Probleme zu lösen. Tipp 5. Allerdings, zunächst einmal, wollen wir nie wirklich die Probleme, die wir brauchen, um auf das nächsthöhere Niveau zu kommen. Wir verstehen schon, dass Probleme uns stärker machen. Ja, das haben wir begriffen. Aber wir hätten diese Probleme gerne ein wenig unproblematischer. Aber so funktioniert das Leben nicht. Statt uns über das Problem aufzuregen, das tun nur Enten, sollten wir darüber nachdenken, wie wir stärker werden können. Also frage niemals nach weniger Problemen. Frage nach mehr Stärke. Probleme sind dein Superkatapult zum Erfolg. Tipp 6. Ein Problem erscheint nur deshalb als solches, weil unsere Persönlichkeit noch zu klein ist, um es zu lösen. Wenn unsere Persönlichkeit wächst, erscheint das Problem kleiner. Also wenn ich so groß bin, das Problem ist so, erscheint das Problem sehr groß, größer als ich. Wachse ich aber, wirkt das Problem kleiner. Ich frage mich bei einem Problem, wer ist jetzt größer? Meine Persönlichkeit oder das Problem? Erscheint uns das Problem zu groß, heißt das nichts über das Problem, aber ganz viele bei uns, wir sind noch zu klein. Und genau hier sollten wir ansetzen und die Chance auf Persönlichkeitswachstum nutzen. Das Problem ermöglicht uns dieses Wachstum. Tipp 7. Seien wir Problemlöser. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir das Problem lösen, sondern zunächst einmal müssen wir uns emotional von dem Problem lösen. Wir müssen verstehen, solange wir emotional an diesem Problem festkleben, werden wir es wahrscheinlich nicht lösen können. Erst wenn es uns gelungen ist, uns emotional von dem Problem zu distanzieren, dann werden wir cool. Und dann können wir unser Augenmerk auf Lösungen richten und diese Lösungen dann auch finden. Im Übrigen ist die emotionale Distanzierung auch für unsere Lebensqualität ganz entscheidend. Große Persönlichkeiten haben es uns vorgemacht. Auch wenn wir ein Problem haben, können wir uns auf andere Bereiche unseres Lebens konzentrieren, die uns gerade Spaß machen. Und wenn wir auf die Weise lockerer werden, finden wir dann auch leichter eine Lösung für das Problem. Das Problem rückt dann auch in den Hintergrund. Weil manchmal denken wir einfach, das Problem ist so groß, das ist so, als wenn wir ein Stück Dreck so platzieren, dass wir die ganze Sonne nicht mehr sehen. Das hat unser Leben nicht verdient, dass wir das machen. Deswegen schauen wir auf die schönen Dinge und dann sehen wir, die sind ja auch noch da, trotz des Problems. Oder wir schauspielern. Wir tun dann einfach so, als ginge es uns gut und tatsächlich geht es uns dann bald besser. Denn Schauspielerei verändert tatsächlich messbar die Chemie in unserem Körper. Indem wir also so tun, als wenn uns das Problem emotional gar nichts ausmacht, werden wir tatsächlich stärker. Chemisch messbar. Ein Problem hat in dem Moment seine emotionale Macht über uns verloren, indem wir uns nicht mehr auf das Problem konzentrieren. Tipp 8. In unserem Leben ist selten alles perfekt. Manchmal haben wir große Probleme, manchmal sehr große. Der Lebenskünstler fragt sich, wie kann ich heute trotzdem einen richtig guten Tag haben? Wie kann ich Spaß haben, während das Problem besteht? Es adelt doch niemanden, wenn er mit so einer Leichenbittermine herumläuft, um allen zu zeigen, hey, ich habe es gerade richtig schwer, es drückt mich. Ey, nicht in meiner Gegenwart lachen, ich habe gerade richtig schwere Zeit. Respekt erfahren wir aber oft dann, wenn wir trotz Problemen
fröhlich und heiter sind. Deswegen sage ich mir gerne, ich bin froh und heiter. Glück ist mein Begleiter, auch wenn ich Probleme habe. Außerdem ist ein grauer Tag eine herrliche Gelegenheit zu trainieren. Nämlich zu trainieren, trotzdem einen guten Tag zu haben. Tipp 9. Wir können immer Lösungen finden. Das erscheint dir jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch oder gar naiv, aber ich bin mir ganz sicher, wir bekommen nur die Probleme, die wir auch bewältigen können. Eben weil wir wachsen sollen. Also können wir immer Lösungen finden. Diesen Glaubenssatz müssen wir ganz, ganz fest in unserem Bewusstsein verankern und auch immer wieder stärken. Ich kann Lösungen finden. Und wenn ich sie gefunden habe, bin ich wieder ein Stückchen stärker. Ich bin dann weiser, machtvoller, ich habe mehr Selbstvertrauen und insgesamt bin ich dann auf einem höheren Niveau. Tipp 10. Bei Problemen gibt es eine Art psychisches Immunsystem. Und das hilft sehr schnell. Während uns Probleme zu Beginn wirklich einfach erdrückend erscheinen, beurteilen wir die Situation schon kurz darauf ganz anders. Das psychische Immunsystem hat nämlich dann mit seiner Arbeit begonnen. Nichts ist auf Dauer so traurig und so schlimm, wie wir es anfänglich sehen. Zumindest dann, wenn wir uns entscheiden, es anders zu sehen. Innerhalb von nur 3 Tagen setzen die psychischen Selbstheilungskräfte ein. Der erste große Schreck wird betäubt. Panik, Trauer, lähmende Angst. All das können wir mit Hilfe unseres psychischen Immunsystems ziemlich schnell in den Griff bekommen, wenn wir diese Checkliste hier beachten.